Das hier sind unsere Balken für den Rahmen, für unten drunter. Die sollten eigentlich 2 auf 4 Zoll sein. Aber wie man hier sieht, man bekommt hier nie genaues Holz. Das ist jetzt 2,5 Zoll. Das hier ist ein bisschen weniger als 2 Zoll. Der ist dann ein bisschen drüber. Naja, und die 4 Zoll halt hier von der Seite. Entspricht ungefähr 10 mal 6 cm, 10 mal 5 cm ungefähr. So ist die Stärke von den Balken. Wir haben 2 Stück von 2 Meter, 4 Stück von 2,50 Meter. Und die sägen wir uns dann nachher noch auf das Maß, wie wir es brauchen. Das sind unsere Bodenplatten, das wird der Fußboden von dem Badezimmer. Und die haben eine Stärke von 18 mm. Die haben so eine wasserdichte Beschichtung. Das heißt, die sind halt auch für außen geeignet oder halt auch fürs Badezimmer geeignet. Und ja, inwiefern die halten, werden wir dann am Ende sehen. Die Punktfundamente sind ja jetzt fertig. Wir haben die gestern Abend noch ausgeschalt und naja, die können jetzt erstmal so da vor sich hin stehen bleiben. Wir gehen jetzt hier an den Holzrahmen für die Unterkonstruktion, für den Fußboden hier für unser kleines Außenbadezimmer. Dafür haben wir uns die jetzt mal hier schon mal so grob hingelegt. Also diese Außenrahmen, die Innenstreben machen wir später. Und wir haben uns jetzt gedacht, da wir ja hier die Problematik haben, einmal sind die ja nicht hundertprozentig gerade, die sind ja in sich gewunden und so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht oder ob wir das da irgendwie vielleicht noch gefilmt kriegen. Hier bei dem sieht man das zum Beispiel, der steht so ein bisschen schräg so gebogen. Dann sind die natürlich so ein bisschen flitzebogenmäßig. Und was ja auch noch ein Problem ist, die Maße hier sind ja nicht alle gleich. Der hat jetzt hier 5 cm ungefähr und der hat ja hier schon fast 6. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, wir legen die so aneinander, richten die hier mit einem Winkel einmal aus, dass die so grob im Winkel nebeneinander liegen, so wie das halt mit deren Eigenbiegung da überhaupt geht. Und dann gehen wir einfach hin. Wir wollen 2,44 Meter jetzt hier haben. Haben dann die 2,44 Meter hier angezeichnet. Und mit einem Anschlagwinkel dann hier einmal ringsrum. Das, falls das Sägeblatt von der Kreissäge das jetzt nicht schaffen wird, von der Stärke von den Balken, wird das wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Eintauchtiefe hat. Dann können wir da so ein bisschen drumherum schneiden und haben dann einen einigermaßen geraden Schnitt. Das werden wir jetzt mal machen, auch mit den anderen Balken, und dann sehen wir uns später wieder. Echt? Ja, den Griff. Ah, hier. Krass! Hä, wie geil ist das denn? Der Grundrahmen ist fertig gesägt. Jetzt werden wir gleich erstmal hier die Verbindungen verschrauben, genau. Ich habe das halt hier so geplant, dass das nicht, dass das so verbunden wird halt, dass sie immer so einen Versatz haben. Und um hier nochmal genau sicher zu gehen, haben wir auch noch die Diagonalen mit einem mit dem Maßband, genau, danke. Mit dem Maßband gemessen und die stimmen überein, das ist schon mal super. Der Rahmen ist jetzt soweit zusammengeschraubt. Wir haben ja hier noch die Innenstreben reingemacht. Das ist ja eigentlich ganz einfach, brauchen wir euch ja nicht zeigen. Einfach Innenmaß messen, dementsprechend abschneiden. Ja, das Maß gucken, wie ihr das haben müsst, haben wir mit unserer Platte gemacht, dass hier die Platte, da wo die zusammenstoßen, halt genau zur Hälfte auf dem Balken jeweils aufliegen, damit man die später verschrauben kann. Wie wir das machen, zeigen wir euch später. Ja, dann war natürlich der Kampf, diese riesen Schrauben hier reinzubekommen. Die Schraube hat ja hier oben
längeren Schaft oder Hals oder wie man das auch immer nennen mag, der kein Gewinde hat. Das ist dafür da, um den Balken hier an unseren anderen Balken schön ranzuziehen. So, und jetzt im Idealfall nimmt man jetzt eine Schraube mit einem kompletten Gewinde, um beide Balken auch nochmal fest zu verbinden. Hat die jetzt nicht. Das ist im Endeffekt die gleiche Schraube in klein. Die hat jetzt leider kein Vollgewinde. Wir haben da, wo wir kaufen waren, keine Vollgewindeschraube bekommen. Ihr in Deutschland habt ja den großen Vorteil, ihr habt ja viel besseres Sortiment, wo ihr wirklich auch die richtigen Schrauben für die richtige Anwendung bekommt. So, ich muss mir jetzt ein bisschen behelfen, weil die leider auch nicht lang ist. Also die hatten nur ganz lang und kurz sozusagen in dem Laden. Jetzt würden hier nur noch 3 cm so in den anderen Balken reingehen. Deswegen habe ich mir jetzt hier so einen Flachbohrer oder wie man die auch immer nennen mag genommen und werde das Ganze jetzt hier so ungefähr 1 cm noch mal rein versenken, so dass das alles so ein bisschen vermittelt ist, dass noch Gewinde in dem einen Balken ist und genug Gewinde in dem anderen Balken ist. Ja, ist sicherlich nicht die optimale Lösung, aber das wird schon reichen, weil die richtige Stabilität bekommt unser Rahmen ja sowieso später, wenn wir die Fußbodenplatte draufschrauben. Jo. So, das mache ich jetzt einfach mal. Das dauert ein bisschen, da muss man ein bisschen Geduld haben. Und jetzt einfach Schraube reinschrauben. Wir haben hier schon irgendwie so einen Bohrkopf, also die Schrauben soll man angeblich nicht vorbohren müssen. Probieren wir jetzt einfach mal aus, ob das stimmt. Stimmt, braucht man nicht vorbohren. So, das soll dann jetzt an Verbindung erstmal reichen. Ich habe jetzt auch überall die zweite Schraube reingeschraubt. Ich wollte noch mal zu der großen Schraube was sagen. Und zwar habe ich erst versucht, die auch mit dem Akkuschrauber reinzuschrauben. Ging dann ungefähr so weit rein. Habe ich gedacht, gut, nehme ich eine Bohrmaschine mit einem Kabel, also eine ganz normale Bohrmaschine. Ja, die AEG, die ich habe, die hat es dann auch gar nicht weiter geschafft. Dann unsere Makita hat dann nur ein Stückchen weiter reingeschafft, dann war aber auch Schluss. Jo, und dann fiel mir ein, ich habe ja noch meinen Bohrhammer, in den ich hier so ein Spannfutter mit einschrauben kann oder einsetzen kann. Und der hat es dann tatsächlich geschafft, die Schrauben auch wirklich hier ins Holz komplett einzutreiben. Also, ich meine, wenn ich jetzt ein bisschen kürzere gekriegt hätte, hätte ich die langen ja so oder so nicht genommen. Ich denke mal, mir hätten irgendwie, keine Ahnung, 2/3 davon gereicht. Aber die sind jetzt nun mal drin. Hat geklappt. Zum Glück hatte ich den großen Bohrhammer. Das Ganze ist auch nicht ganz ungefährlich, weil gerade die große Maschine hat dann so viel Kraft, dass sich diese Balken dann mitdrehen können. Weil wenn wir nur eine Schraube drin haben, sind die ja noch frei beweglich auf ihrer Drehachse hier. Und ja, da kann man sich leicht und schnell verletzen. Sarah hat es leider getroffen vorhin. Ja. Alles wieder gut. Aber hier geht es jetzt schon wieder besser. Ich hatte sehr schlechtes Gewissen, weil ich natürlich mit der Bohrmaschine gebohrt habe. Aber naja, sie meinte, der Balken war schuld. Naja. Abschließend bleibt nur zu sagen, wir können jetzt hier erstmal nicht großartig weitermachen. Wir werden jetzt noch eine Farbe besorgen, so einen Holzschutzlack, der angeblich hier auch so ein bisschen mit Insektenschutz versetzt ist. Den werden wir jetzt nochmal besorgen oder versuchen zu besorgen, das Ganze einmal zu streichen. Und dann warten wir, bis unsere Schaumplatten, diese Sandwichplatten kommen. Hier heißen die, glaube ich, Isoporplatten. Wenn wir die Platten haben, dann können wir hier den Boden draufschrauben oder besser gesagt den Rahmen auf die Punktfundamente setzen, Boden draufschrauben und ja, das ganze Badezimmer dann aufbauen. Weil wenn wir das jetzt machen würden und wir kriegen Regen, dann ist das Ganze nass und das wollen wir einfach verhindern. Deswegen lassen wir das jetzt hier stehen. Müssen wir machen, damit Regen kommt. Und warten aufs Material. Ja, oder wir stellen es dahin, damit wir endlich mal einen Regen haben und der Rasen wieder grün ist. Gut, aber was soll ich jetzt noch groß weiterquatschen? Wenn wir das nächste Material bekommen, dann geht es natürlich hier weiter. Bis dahin, ciao.